Willkommen zurück, Freunde, hier bei Among the Sleep. Wir befinden uns in unserem Kinderzimmer. In der letzten Folge wurde unser Teddy entführt von irgendjemandem. Und wir befinden uns jetzt auf einer streng geheimen Mission, unseren Freund zurückzuholen. Und diesen komischen Dingen, die hier geschehen, auf die Spur zu gehen. Ja, und deshalb... Ich überlege gerade, bevor wir durch diese gruselige Tür gehen, will ich mich hier nochmal umsehen. Okay, sehen wir uns mal unseren Freund. Oh Gott, ich stecke fest. Oh nein, doch nicht. Unseren Freund. Einen kleinen Elefanten. Hey, was geht ab? Hast du irgendetwas gesehen? Nicht? Komm schon. Sprich mit mir! Okay, er will nicht. Okay, du kommst mit. Ah, könnten wir eventuell den Zug aktivieren? Nein. Hey, Raupe! Raupi! Ein wildes Raupi! Flieg! Flieg, Taubsi! Okay, das war's. Okay, okay. Ah, was haben wir hier für Bücher? Ah, Ente. Ja, habe ich alles schon durch. Alles schon gelesen. Okay, Bauglötze werden einfach mal umgeschmissen. So gehört sich das. Die Truhe. Die Truhe. Sehen wir mal rein. Hat sich hier etwas versteckt? Nein, sie ist leer. Die Spieluhr. Vielleicht können wir die Spieluhr aktivieren. Nein, auch nicht. Hab was gehört. Das Babyfon. Ich will das nicht. Na, eigentlich wäre das Babyfon ja schon praktisch, ne? Denn da könnte man Hilferufe reinschreien. So Mayday-mäßig. Mayday, Mayday. Ich werde entführt. Es wird zwar nur die Mami hören. Vor allem, wo ist die Mami? Liegt die noch im Bett, oder? Ah. Schon wieder nicht geschafft. Ein Schrank? Ist das im Schrank? Ah. Will da gar nicht reinschauen. Okay, Freunde. Na gut. Dann sehen wir mal raus. QE to peek around corners. Okay, dazu muss ich aufstehen. Gut, gut. Aber wenn wir kriechen, sind wir schneller unterwegs. Was ist das für Sprache überhaupt? Das sind Hieroglyphen oder was weiß ich? Okay, die Tür. Let's open the door. Okay. Sind zu klein. Ah ja. Der ist, kommt uns jetzt sehr gelegen. Hoch mit dir, Kleiner. Und auf. Okay, da brennt Licht. Da brennt Licht. Hinter der Tür versteckt sich nichts. Okay, okay. Schauen wir mal rein. Waschmaschine. Irgendjemand weint hier? Oder schreit irgendwie? Okay, können wir die aufmachen? Nein. Können wir da hochklettern? Nein, geht auch nicht. Nee.
das umwerfen? Nein! Ah, das sind die ganzen Mäntel. Die müssen alle gleich ausschauen. Einmal einen Schrank. Sicher irgendwas versteckt. Ball. Okay. Könnten wir... Okay. Ich werde jetzt ganz was Dummes machen. Sollten hier jetzt irgendwelche Monster unterwegs sein, werden sie jetzt sofort wissen, wo ich bin. Denn ich werde diesen Ball die Treppe runterwerfen. Wenn... Okay. Oder auch nicht, denn... Denn ich bin zu klein. Oder? Los! Ja! Wow. Okay. Nichts passiert. Also wir müssen irgendwie diese Tür aufbekommen. Das ist der Weg in die Freiheit. Gibt es irgendwelche Special Secrets hier versteckt? Oder der Teddy? Könnten wir uns eventuell hier verstecken? Nein. Sind wir zu dick? Okay, sehen wir uns mal weiter. Hier ist noch eine Türe. Sehen, ob die aufgehen würde. Nein. Eine Zeichnung. Ah ja, es ist eine Prinzessin oder ein Prinz. Mit das ist Kunst und die kann jeder für sich selbst interpretieren. Also egal was ihr hier seht, das genau das habe ich gemeint, als ich das gezeichnet habe, ja. Könnten wir die Heizung raufklettern? Nein. Okay, also es muss... Ein Feuerlöscher? Können wir den mitnehmen? Oder? Nein, können wir nicht. Okay, es muss irgendetwas hier drinnen sein. Also irgendetwas... Ja, die Waschmaschine... Unsere Babysachen hängen hier. Vielleicht müssen wir uns im Schrank einsperren. Vielleicht löse ich damit irgendetwas aus. Man kann es ja mal probieren. So, sind eingesperrt. Was passiert jetzt? Nichts. Gibt es hier drin was? Nein. Auf die Tür. Vielleicht müssen wir uns doch draußen nochmal umsehen. Oder ich stecke jetzt einfach meinen Finger in die Steckdose und schau, was passiert. Nein, natürlich nicht. Das macht man doch nicht. Bilder. Ah, vielleicht könnten wir den Stecker. Jo, ein Stecker. Und jetzt können wir unseren Finger in die Steckdose stecken. Oder den wieder einstecken. Ah. Gut. Daddy. Oh, thank you. Something's not right. We need to find your mother. Okay, Bärchen. Wir finden unsere Mutter. Keine Sorge. Okay, hier machen wir erstmal zu.
dass keiner merkt, dass wir hier waren. Das ist immer wichtig. Na, bleib doch zu! Wir müssen die... Ah. Okay, sehr gut. Probieren, ob unsere Teddy-Lampe auch noch funktioniert. Sehr gut. Okay, die Musik ist gerade irgendwie... Okay, also... Teddy-Lampe einwandfrei. Jetzt sehen wir mal raus. Hui, hui. Okay. Die Tür hat sich aus irgendwelchen Gründen plötzlich geöffnet. Dafür mache ich diese Tür jetzt zu. Weil ich Lust dazu habe. Okay, na dann. Sehen wir mal runter. We have to be very quiet. You don't know what might be listening. Okay, ist da unten was? Also so Deckendings, oder? Okay, das ist ein Schrank. Da verstecken wir uns jetzt kurz. Oh, da haben wir doch, da steht wer. Das sind Stiefel. Das ist der zweite Schuh. Stiefel. Mhm, ja, hübsch, hübsch. Haben wir da noch was? Ah, natürlich ein Feuerlöscher. Und eine Hutschachtel. Eine Hutschachtel. Achso, ich muss ja leise sein. Sneaky Peaky. Wer ist das denn? Hallo Hase. Bist du überhaupt ein Hase? Ich denke schon. Hast du was gesehen? Hm, Kumpel? Ist da irgendjemand vorbeigekommen? Sprich mit mir! Okay, er weiß auch nichts. Nutzlos. Okay. Sehen wir mal weiter. Was ist das? Das ist ein Staubsauger. Die Hutschachtel. Irgendwie so komische Geräusche. Warum ist denn hier so verwüstet überhaupt? Warum? Also irgendjemand ist hier. Der Fernseher. Der Fernseher rennt. Also ist angeschalten. Er läuft nicht weg. Er ist eingeschaltet. Okay. Was? Hieroglyphen. Der Ton ist irgendwie... Da leuchtet's. Das ist eine Tür. Schauen wir mal, ob die Tür... Nein, die Tür ist verschlossen. Warum leuchtet denn das so? Okay, Freunde. In der nächsten Folge werden wir das Wohnzimmer betreten. Ich wette, irgendjemand oder irgendetwas wartet hier drin auf uns. Denn wer hat den Fernseher eingeschaltet? Irgendjemand muss da drinnen sein. Und vor allem werden wir herausfinden, was hier so leuchtet. Also gut. Macht's gut. Wir sehen uns. Ciao.